Russische Sakralmusik und ossetische Volkslieder erklangen am Mittwoch, dem 19. August um 19.30 Uhr in der Evangelischen Kirche zu Barut. Der aus Nordossetien, Alanien, vom Nordrand des Kaukasus stammende Jugendchor Arion mit seinen ca. 35 Jugendlichen im Alter von 15 bis 26 Jahren möchte mit seiner aus etwa 12 Stationen bestehenden Konzertreise durch Sachsen kaukasische Kultur und natürlich Freude zu den Menschen nach Deutschland bringen. Gegründet wurde der von Olga Tschanajewa geleitete Chor im Jahre 1983 und seit 1985 geht der Chor auf Reisen, wo er unter anderem auch schon mehrere internationale Chorpreise verliehen bekam. Das musikalische Repertoire der jungen Künstler beinhaltet russische Sakralmusik ebenso wie ossetische Volkslieder. Es streift die italienische Renaissance und macht auch eine Zeitreise zu deutschen Klassikern des 17., 18. und 19. Jahrhunderts. In Sachsen war der Jugendchor Arion übrigens schon in den Jahren 2003 und 2005 zu Gast und begeisterte schon damals mit beeindruckenden Konzerten tausende Besucher. Den Chor nach Barut geholt hat Weißenbergs Pfarrer Bernd Görg, welcher dank seiner Aufenthalte in dieser Gegend schon umfangreiche Kontakte knüpfen konnte und nun zusammen mit dem Konzertveranstalter, dem CVJM Schlesische Oberlausitz e.V. mit Sitz in Görlitz, dieses einzigartige Event auf die Beine stellte. Nicht so unproblematisch gestaltete sich dagegen die Anreise der jungen Künstler nach Deutschland. Es gab Schwierigkeiten jedes Jahr, wenn die Gäste aus Nordossetien kommen, gibt es Schwierigkeiten, immer wieder was Neues. Diesmal war es so, dass eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes vor Ort ein Papier nicht anerkannte und die Visa dadurch gefährdet waren. Zum Glück hat das eine Dolmetscherin in Chemnitz erfahren, wo ja am vergangenen Sonntag schon ein Konzert war. Und die hat zum Glück in Berlin das Auswärtige Amt erreichen können und der verantwortliche Mensch, der hat das freundlicherweise so geleitet, dass es auch alles rechtens und in Ordnung ist, sodass dann auch die Visa erteilt worden und der Weg von Vladikavkaz per Zug bis Moskau und von Moskau mit der Bahn bis Kiew und von Kiew mit dem Bus bis nach Sachsen, dass das dann doch alles geklappt hat und wir sind jetzt hier gemeinsam in der Kirche. Begleitet und unterstützt wurden die jungen Künstler auch vom Görlitzer Pfarrer im Ruhestand Peter Lobers. Nach Besonderheiten dieser Konzertreise braucht auch er nicht lange zu suchen. Es ist wichtig, dass wir aus dem Nordkaukasus, aus Ossetien, junge Leute hergekommen sind und uns ihre Kunst zeigen und zu Gehör bringen. Aus dem Gebiet, wo vor einem Jahr große Ängste waren wegen des Krieges. Der südliche Teil Ossetiens, der ja bis dahin zu Georgien gehört, das ist jetzt zwischen Russisch geworden. Sie stammen aus dem nördlichen Teil, aus Vladikavkaz und sind sozusagen Botschafter für die Kultur ihres Volkes, aber auch für die russische Kultur, denn sie singen eine ganze Menge russische Dinge. Das etwa zweistündige Konzert bestand aus zwei Konzertteilen. Es gibt einen ersten Teil, das ist der geistliche Teil. Da werden Gebete gesungen, die eine Art Volkslieder sind im Ossetischen. Es werden aber auch Stücke aus der russischen orthodoxen Liturgie gesungen, vom Komponisten Tschaikowski. Oh!
Trotz der beim Konzert erbetenen Kollekte werden noch weitere finanzielle Mittel für die Organisation einer solchen Tournee benötigt. Wir wollten wissen, wie finanziert sich ein solcher Aufenthalt für Künstler einige tausend Kilometer von ihrer Heimat entfernt? Also muss ja erstmal vorfinanziert sein von Russland her, also von der Schule her, dass sie erstmal hierher kommen. Dann sind hier Partner in Deutschland, das ist jetzt der CVJM der Schlesischen Oberlausitz. Und die haben das durch die Erfahrungen der letzten beiden Konzertreisen hier nach Sachsen vor Jahren, haben sie also schon Erfahrungen gesammelt, wie das also finanziert und gemanagt werden kann. Und das haben sie diesmal eben auch so gemacht, dass sie wissen, die Kirchgemeinden, die dann Ansprechpartner waren, haben einen Obolus also zugesagt und der steht fest. Egal, was heute Abend Kollekte kommt, da hat auch der Kirchenvorstand zugestimmt und das ist uns nicht leicht gefallen, aber wir haben es dann doch gerne gemacht und tragen es alle mit, auch weil wir hoffen, dass von den Jugendlichen so was auch auf uns an Freude übergeht, dass wir sehen, aha, junge Leute machen auch sehr gutes Bild, können sehr gut singen und wir sagen immer, also wer einmal singt, der betet zweimal. Und das ist heute Abend auch wirklich zu hören, das denke ich schon. Trotzdem die Sprache den Zuhörern weitestgehend unbekannt war, applaudierte das Publikum, denn so etwas hatte man hier in der kleinen Baruther Dorfkirche noch nicht erlebt. Kaukasische Tänzer zwischen Altar und Bankreihen, Chorgesänge vom Allerfeinsten und natürlich die tolle Akustik im Gotteshaus sorgten für ein unvergessliches Konzerterlebnis. Weitere Auftrittstermine des Jugendchores Arion aus Vladikavkaz erfährt man im Internet unter www.jugendchor-arion.de bzw. beim CVJM in Görlitz unter Telefon 03581 40 09 72. Манан хоржадам хайра жетам